Die Technische Universität Darmstadt möchte schon früh Schüler und Schülerinnen für Naturwissenschaft und Technik begeistern und betreibt mit verschiedenen Partnern, Merck und dem DLR, Schülerlabore. In unserer Kooperation mit der IHK, dem Schuldorf Bergstraße und auch Merck geht es darum, dass wir eben schon sehr früh Schüler und Schülerinnen ansprechen wollen, um sie für Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Und wir möchten einen Ort schaffen, damit die Schüler und Schülerinnen weiter forschen können. Wir sind in der MINT-Region hier in Darmstadt und Darmstadt-Dieburg und wir spüren einen Bedarf an neuen Kräften. Und deswegen sind wir in die Diskussion eingestiegen, die Angebotslücke, die da nachweisbar vorhanden ist, dass wir die in den Griff bekommen. Und deswegen ist ein MINT-Zentrum im Kreis Darmstadt-Dieburg. Das ist ein sinnvoller Weg und wir haben auch einen passenden Standort, auf jeden Fall, das Schuldorf Bergstraße. Schulförderung machen wir jetzt schon seit 16 Jahren zur Förderung der Naturwissenschaften in den Schulen hier in der ganzen Region Südhessen. Also wir möchten Kinder und Jugendliche an die MINT-Fächer heranführen, dass sie recht frühzeitig ihr Interesse und ihr Potenzial, was sie hier haben, auch entdecken und ihre Lust an diesen ganzen Fächern. Uns geht es hier vor allem am Schuldorf Bergstraße darum, dass wir in die Breite und in der Tiefe fördern. Das heißt, wir wollen einfach zunächst mal mehr Schülerinnen und Schüler erreichen und das soll durch unsere Schülerlabore geschehen, in denen sogenannte Forschertage von Schulklassen gebucht werden können und wo die Arbeit ganz ähnlich als wie in den klassischen Schülerlaboren läuft. Und danach, wenn Begeisterung entfacht wurde, das ist nämlich die Ziel, Begeisterung entfachen, Neugierde wecken, und wenn die dann da ist, dann hört es dann eben nicht auf mit diesem Forschertag, sondern dann können die Schüler weiterhin uns besuchen und dann im Schülerforschungszentrum weiterarbeiten. Die IHK vertritt die Interessen der Unternehmen und aktuell haben die Unternehmen das Problem, dass zu wenig Jugendliche sich für MINT-Fächer oder MINT-Berufe entscheiden. Und da setzen wir an mit dem Konzept des Schülerforschungszentrums, was wir in der Region aufbauen wollen, an verschiedenen Standorten, um möglichst viele Kinder und Jugendliche damit zu erreichen.